Herzlich willkommen, liebe Counter-Strike-Freunde. Mein Name ist Basti und bei mir ist der wundervolle Dalukat. Moin! Einen schönen guten Tag! Ja, ich freue mich riesig, dass du wieder da bist und dass wir weiter die nächste Aufnahmesession machen. Und an der Stelle übrigens erstmal ein riesengroßes Dankeschön an deine Community. Ich habe da ganz fleißig Kommentare gelesen und bin sehr erpicht, denn alle haben das hier positiv aufgenommen und fanden das toll. Also fettes Lob und fettes Dankeschön auch an deine Com. Ja, fand ich auch sehr geil, dass das doch so gut ankam. Aber ich habe auch deine Kommis gelesen, fand ich auch super. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ihr habt ja jetzt hier schon Level Up mit einem Clan-Tag. Ja, also ganz böse Zungen behaupten ja, dass NGR was anderes heißt, als das, wofür es steht. Es ist nämlich hier die New Generation Retards. Wir mussten einen Clan gründen, weil wir an deinem Counter-Strike-Turnier teilnehmen wollen. Ja, genau, dann seid ihr mit dem NGR-Clan gut dabei. So, schauen wir mal, ob wir hier einen wegbekommen. Wenigstens an der Rampe. Ich glaube, da steht nur einer. Einer, ja. Sein. Bisher jedenfalls. War das der? Nee. Wirft eine Nade, nicht. Hat aber einen gekriegt, eine Flash. Ist doch zwei sind Rampe. Nee, Bombe. Bombe ist auf A gedroppt. Noch eine Rampe, linke Ecke. Geht jetzt genau auf die Rampe. Geht ein bisschen zurück. Okay, 2 on 2. Ja, wir haben ja letztes Mal, nachdem wir gespielt haben und festgestellt haben, dass es eine Seite 2 bei Maps gibt, noch diverse andere Maps gezockt. Das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und wir haben gemerkt, dass es uns auf jeden Fall schon was gebracht hat. Also speziell die Tipps, so was das Kaufen angeht und so, das hat uns schon. Oben drauf, kämpfen. Rechts. Oh. Gott, Freck halt. Unten? Ja. Oben. Boah, wow, Alter, was? Da ist er wieder, der Hack. Der Fischhack. Ja, Fischhack. Ja, deshalb heißt er übrigens auch so, weil wir in. Hat er ja echt zusammengelegt für den Hack, ja. Nee, er wurde. Keine Ahnung, es liegt an ihm, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn wir immer auf unserem Niveau spielen, dann kommen die Leute immer an und sagen nach 5 Minuten, dass einer von uns hackt. Und ja, Henry war der Erste. Wir haben mal Rush gespielt oder wie auch immer die Karte heißt, wie den Fluss nennen. Ja. Alle Rampe. Und auf jeden Fall habe ich da irgendwie in den letzten Runden habe ich Lackshots verteilt und die haben mir gesagt, hier Fischheck, bla bla bla. Alter. Und oben auf der Kiste, Leute. Nee, der steht hinter der Kiste. Alter. Was? Welche Waffe wurde gedroppt? War es eine AK? Nee, MP. Unten im Schacht sind schon Alter. Welche. Ich bin drin. Ja. Rechter Schacht ist rausgekommen, hinterm Toxic, also hinter dem Container. Kampe. Gott, war die schlecht. Wusstest du eigentlich, dass wir, wenn wir die erste Runde gewinnen, die zweite immer verlieren? Das macht mir noch Mut, ich bin sehr begeistert. Der ist nur noch, der hat schon was sitzen. Den kriegst du. Der hat schon was sitzen, ey. Der ist ja schon sitzen. Angetrunken jetzt. Ja. Klein Schwitz. Kleinen Schwips. Oh, nein! Fuck. Nicht im Ernst! Ich dachte, der war Rampe. Lol. Ja, da gewartet hat. Da kann er ja gar nicht. Er muss ja da drin sein die ganze Zeit. Der Rampe war schon tot. Ach das so. Ist nur ein Raum. Da gibt's keinen Gang in den Raum. Dalu, ja. ich muss dir danken, dass du diese Tradition weiter fortführst. Ich musste das machen. Das ging. Nein, Quatsch. Ah, das war jetzt so ärgerlich. Aber ich möchte es nochmal, ein Zitat aus der letzten Folge. Ja, es steht unentschieden und es ist nicht 0-0. Ja, der war auch super. Kam bei mir auch gut an. Genauso wie Big Hat, das ist frei. Dann gemessert worden. Sehr ruhig, ey. Rampe wird jetzt sehr gefährlicher, ja, genau. Kiste. Wieder oben, dann zurück. Wenn der auf der Kiste steht, können wir mit der Glock eigentlich nur einen Lackshot versuchen. Wir müssen hoffen, dass die jetzt aggressiv hier reinkommen und wir eine Waffe haben. Ja, hier rechts. Pommes. Was ist Pommes? Wie heißt das da? Hintertür. Fuck off. Das ist die Hintertür? Das ist die Hintertür, ja. Okay. So, jetzt kaufen wir nochmal. Die haben, glaube ich, keine Sniper gehabt. Ich glaube, wir haben alle gesehen, oder? Ich glaube, einen habe ich nicht gesehen. Keine AWP haben, könnten wir schaffen über außen. Kann einer noch einen Rauch mitnehmen, damit wir die an den Halleneingang werfen? Dann können wir einfach runterrennen. Sofern in der Halle. Ja, habe ich. Wo gehen wir lang?
Außen und dann hinten die Treppe runter und die Rauchgranate vor den Halleneingang, damit wir nicht da gesehen werden. Dann nur Garage könnt ihr jetzt auf uns schießen. Deswegen schauen wir mal. So, gerade noch nichts. Und weiter, weiter, weiter. Halle. Ja, weiter, weiter, weiter. Hinter euch kommt keiner. In dem Fensterding rechts ist noch einer. Oh. Haben schon Leute, die Runde kriegen wir. Letzte noch. Bombe legen und verteidigen. Wo liegt die Bombe? A oder B? Unten. A. Unten. B. B meine ich. Sorry. Das andere A. Ja, genau. Diffused noch nicht. Ah, die Bombe liegt hinten rechts, ne? Ja. Ich sehe die. Loch über Fisch. Von Fisch. Treppe, linke Tür. Sehr schön. Nimm meine AWP bitte mit, die liegt vor der Tür. Wunderbar. Mein Gott, wir haben eine Runde geholt. Was hat denn da hinten? Jetzt kaufen? Ja. Jetzt hat der T meine AWP. Dankeschön. Ja, klar, kaufen. Immer dann weitermachen. Ja, Mr. T. Versuchen nochmal über außen, bis die auch eine AWP haben. Wieso nicht Mr. Selbe Taktik nochmal. Wieso nicht Mr. Cotton? Kurz, der erste muss anfaken, damit der erste Schuss daneben geht, falls sie eine AWP haben. Haben wir nichts zu sehen. War einer. Da ist eine AWP. AWP irgendwo CT-Base, ich habe ihn leider nicht sehen können. Ja doch, der steht da beim Haupteingang im Prinzip. Bei den Kisten. Wir müssen uns jetzt echt. Die kommen jetzt wieder runter, also auch im Schacht auch wieder aufpassen. Ja, ja. Unten ist einer. Okay. Nein! Was? Noch einer. Zwei AWPs diesmal, ist klar. Ja. Wo ach, genau? Fuck. Rampe. Also, Rampe Richtung Bombspot. Jawoll. Das war super. Ach. Bei diesem Glaszimmer rechts. Einer ist bei der Treppe, genau. Wie heißt das Kämmerchen da hinten eigentlich? Welche Seite genau? Das eine ist ja die Fensterseite hier, die wir haben. Und das andere ist einfach in dem Raum halt unten. Weil das ist ja wirklich nur, da gibt es ja keinen Eingang. Ja, da wurde jetzt gerade hingesniped hast am Schluss. So, das ist ja Fensterseite, das ist das Fenster. Okay, Fenster. Ja. Doch so einfach. Okay, jetzt auf jeden Fall nicht mehr nach draußen gehen, weil die haben zwei AWPs. Wir können versuchen, über die Rampe zu kommen. Schade, dass man das Messer nicht werfen kann. Doch, letzte mit G, ne? Was? Nee. Ja. Hast ja leider gar nichts in der Hand. Ich glaube, dafür gibt's nicht mal eine Animation. Faustkampf, Junge! Messerkampf. Wir müssen versuchen zu rushen, er wird wieder Rampe auf der Kiste stehen. Ja, ja, mit der Awe, oder? Sehr geil. Oh. Da noch einer hinter der Kiste. Ja, immer noch in der Kiste. Okay, sehr gut. Jetzt CT-Seiten. Ich bin geplatzt. Der kommt von Heaven. Bombe legen oder? Nee, Schacht ist auch schon einer. Guck mal nach rechts. Ja. Oh. Ja, okay. Danke. Oh Gott. Was? Jetzt guck Rampe runter. Es kann sein, dass der offensiv kommt. Bist du. Achso. Ich hab Chris, glaube ich, noch nie mit einer AWP gesehen. Ja, ab und zu laufe ich damit rum, wenn ich sie einsammle. Aber Schiss kann ich damit nicht. Das war ein Luckshot, ja. Wenn du jetzt versuchst runterzugehen, wir können es jetzt riskieren, ist ja an sich nicht so schlimm. Guck erst in den rechten Schacht. Von da aus hast du eine bessere Sicht. Und mach auf jeden Fall keinen Schacht kaputt. Ja, mach oh, du hast die Bombe nicht mitgenommen. Ach lol. Okay. Habt ihr Geld, ne? Wir können kaufen, ja. Also nein, stopp. Fischhack hat nicht. Shit, ich hab schon gekauft. Habt ihr gekauft? Ja, ich hab schon. Nö, ich sehe keinen. Ach doch, klar. Gut, dann kaufen wir. Dann riskieren wir es. Wir müssen eine Waffe jetzt schießen. Also wir bleiben im Vorraum und hoffen, dass irgendeiner von den Aggressivschwer ist. Machen die alle nicht. Von denen rusht keiner unnötig rein. Also bis jetzt die ganzen 6 Runden nicht. Hier im Vorraum fühle ich mich übrigens extrem unwohl, weil ich nicht weiß, wo ich hingucken soll, wo ich aufpassen soll. Das müsstet ihr am besten einmal unter euch so absprechen, dass ihr wirklich immer diese eine Position habt, auf die ihr guckt, weil an sich ist es relativ einfach. Der durch die Pommes kommt, den kriegt man eigentlich immer, wenn hier einer reinrushen sollte. Hintertür hört man vorher und Rampe muss einer schauen. Ja, Rampe guck ich. Wo liegt die Waffe? Ist sie hier hinten an der Tür? Kannst du sie werfen?
Pommes liegt hier halt im Durchgang. Warte mal. Wenn du die rausbekommst, wirfst du sie zu dem Spieler, der keine hat. Ich hab jetzt die AK geworfen und hab die aufgenommen. Rampe kommt! Ja, Rampe. Oh Mann, da hab ich schon extra auf Kopfhöhe gezielt und dann hab ich mich erschrocken, dass er um die Ecke schleicht. Er hat die Waffe gewechselt, er hat jetzt eine AK. Ich guck da rein. Zeigt sich nicht. AWP ist auch schon vorne, sind beide da. Zwei Leute direkt. Also wenn, müsste dann erst eine Nade reinkommen, eine Smoke, dann den AWP-Schuss abwarten, die Bombe aufheben, zurückgehen, nochmal warten, dann kommt der mit der AK raus. Du kannst nicht reingehen. Wenn du jetzt reingehst, schießt er mit der AWP direkt. Was übrigens auch sehr geholfen hat, war der Tipp mit, wenn du gegen der AWP spielst, nicht um die Ecke schleichen. Keiner hat eine Granate oder so dabei, ne? Nee. Wenn, muss er anfaken. Der andere muss rechts sein. Der muss auch da, ja. Danke. Der ist rechts. Sehr schön. Nice. Und Rampe, alle Rampe noch schnell. Ihr müsst jetzt in 5... Oh, fuck. Oh. Noch eine AWP. Spart die Waffen. Weil es sind nur noch 5 Sekunden. Ach, okay. Das ist doch eine Granate. Die hat er gerade gefunden, glaube ich, von einem der toten Terrors. Ja. Aber gut, die beiden Kills. Da stand er wirklich noch dahinter. Ja. Nochmal nach außen, auch wenn die jetzt auf jeden Fall wieder 2 AWPs haben werden. Vielleicht kriegen wir den wieder mit einer Rauch. Nicht kaufen. Also hier der 5... Ah, okay, stopp. Die 3000er nicht kaufen. Wir brauchen jetzt nur wirklich die AWP erstmal. Und die nächste Runde sparen wir dann und dann machen wir normal weiter. Aber wir müssen die AWP down kriegen, sonst jagen die uns jetzt davon. Jetzt vorsichtig sein, Catwalk wahrscheinlich. Nix. Mhm. Doch, ja. Catwalk. Unten am Fenster sogar, ja. Jetzt passt auf, der erste wird wieder durch den Schacht kommen. Ihr könnt die abfangen erstmal. Jetzt die AWP zumindest ein bisschen schwächer unten. Jo, rechts. Im Schacht, jetzt links. Hm, und? Nicht zurück. Wir haben noch Zeit. Ja. Wollte einer wen tasern? Ja, schon. Ja, hinten links. AWP wahrscheinlich. Wo hinten links? Also den beim Fenster da? An der Rampe. Och ja, und? Nee. Eine Schrote. Kennt ihr das, wenn ihr euch schämt? Ja. Also links beim Fenster auf jeden Fall. Oh nein. Oh nein. Den Moment. Oh nein. Ja, wir kaufen. Dann nehme ich eine Shotgun. Was für... Und... Ja? Nee. Go. Und Rampe flashen. Da ist wieder die AWP, also die wird natürlich wieder in der Kiste stehen, können wir von ausgehen. Wir müssen also versuchen, dass der erste Schuss daneben geht, am besten der erste ein bisschen anfaken, springen. Und dann muss der down gehen, bevor er nochmal schießen kann. Und danach warten wir erstmal wieder da, weil dann rushen wir wieder von hinten nach. Deswegen, jetzt wird's riskant, nicht, dass er 2 mit einem Schuss trifft. Da ist er. Oh nein! Die Flash kommt nicht gut! Nein, wieso denn? 3 Leute Rampe. Die decken mit 3 Mann Rampe. Rechts um die Ecke. Da kommt noch einer. Ja. Oh, der hat aber gut rumgeballert. Die Flash, ey. Oh Gott, die Flash war super. Oh mein Gott, ey. Die war auf jeden Fall tödlich, ey. Ja. Aber wenigstens habe ich dann mal paar Leute gekillt. Zwar unsere. Assist hast du bekommen, ja. Wir können es mal versuchen, in die Halle zu gucken. Das ist eigentlich sehr unsicher, aber wenn die 3 Leute Rampe haben und einer steht außen, könnte das eigentlich klappen. Da, alle haben was gekauft. Wir hatten auch alle über 4. Mhm. Ich hab die MP, ja. Achso, du hast die MP. Ja, MP, Bombe und ich lauf durch und versuche zu legen. 3 Stück Halle, 3 Stück Pommes, 2 Hintertür. Okay, Catwalk oben links. Komm schon, den haben wir und go. Ach, scheiße. Noch einer helfen? Au. Ich sehe nichts.
Ich krieg nix, seh nix, tot. Ich häng fest, so eine Scheiße. Hier bin ich. Bombe liegt in der Pommes. Ah, oh, da ist Schrote drin. Nein, oben, nein, oben, lass oben! Ruhe. Lass mich in Ruhe, du Bastard! Den hab ich. Ja. Ja, Leute! Wie gut! Alter, wenn ihr das... Also nicht wie gut, aber wie erfolgreich! Die... Ey, die Sicht von Paul gerade, ey, hilarious. Dein Paul! Gehen wir nochmal außen lang mit einer Smoke. Ich hab keine Smoke leider gerade. Ich auch nicht. Was ist ein Smoke? Ach, scheiße. Smoke Grenade. Nein, welche Nummer? Lass mal schauen, ob die eine AWP gekauft haben. Diesmal gehen wir, wenn wir runter sind, versuchen wir durch... Oh nein, AWP! Wir haben uns jetzt gesehen. Das heißt, entweder gehen... Oh Gott, da war wieder eine gute Flash. Wenn ihr durch seid, versucht in einem Schacht, also am Schacht zu warten, dass ihr euch von woanders gar nicht holen könnt. Brett, noch eine Treppe. Zwei. Mist, die AWP wäre wichtig gewesen. Wenn es mir Schrot finde, alle wegmacht. Wo steht der immer? Weil der ist ja immer unten mit der Shotgun. Links, rechts, links. Ist nicht schlecht. Kommen beide hoch. Ja, Bombe liegt unten, ne? Ja. Also waren noch zwei unten gerade beim... Alter, du Skiller, ne? Ich hab's doch unskilled. Raute. Ach, Hashtag unskilled, ja. Sorry. Oh. Punkt. Sind die unten? Hm. Ja, ja, alle. Das hört man oben so gut. Jo. Ah, 8-3 für Geld. Nein. Alle. Oh, wir haben einen 1-8er dabei gehabt. Ich gebe MP in der MP. Nee, passt schon. Ja, jetzt wir versuchen nochmal den Halle-Rush. Wir versuchen nochmal in die Halle reinzukommen. Das hat einmal gut geklappt. Falsch hast du gedrückt, ey. Ich habe schon 3 F3 gedrückt. Wieder 2 durch die Pommes, 3 durch die Pommes, 2 durch die Hintertür. Und ich glaube, dass oben links und Main Entry wichtiger ist. Also oben links wird wahrscheinlich im einer sein. Die haben keinen Main Entry. Da hüpfen 3 Leute oben rum. 3 Stück sind oben. Einer auf der Pommes, einer auf der Leiter. Alter, gib's doch nicht. Einer noch. Er ist Hintertür, 50 HP. Wechselt auf AK. Steht immer noch Hintertür in dem Raum drinne. Denke hinter der linken Wand. Das war so das Letzte, was ich gesehen habe. Also hebt einfach einer die Bombe auf, einer wartet an der Tür. Pommes. Perfekt. Nice. Die Waffe ist mit mir, ey. Jetzt gehen wir außen und über CT-Base. Und dann halt können wir ja immer noch entscheiden, wo dann die Leute herkommen, die von Rampe kommen. Oder ob wir auf den Catwalk alle gehen. Weil wenn AWP an der Rampe steht, dann können wir direkt auf den Cat springen. Wieder anfaken, der Erste. Wegen dem AWP-Schuss. Keiner da. Okay. Cat oben. Wer steht denn da? Nein.
Wie kommt denn das dahin? Wir gehen Rampe. Der ist immer noch oben, Leute. Pass auf dem oben auf. Oben am Kett ist einer. AWP unten down. Schächte gucken. Die Tür ist unten offen. Heißt, unten ist auch schon einer. Am Fenster. Fenster. War es der? Kaputt. So, jetzt Schächte abwarten, nichts kaputt machen, lass die zuerst zerstören. Oder halt, wenn einen seht, direkt. Rechten Schacht. Ich glaube, ist in den ich Raum. Ich hab Rampe. In der Tür. Rampe hast du? Mhm. So, dass die uns nicht in den Rücken schießen können, also siehst du die zuerst? Tür. Hinter Tür. Geht in den Schacht. Ja, hab ich. Ja. Schacht noch einer und an der Tür. Es ist im Schacht. Spiel die Zeit schön runter, stell dich wieder quer hin, genau. Klarpauen, wie wenig. Du, Fischek, du kannst überleben an den Kisten oben. Hm. Und umdrehen. Ich weiß jetzt übrigens, warum man weniger Damage kriegt. Ja, weil angeblich die Hitbox am Rücken größer ist. Genau, ist das so? Schwer zu sagen, ich glaube einfach, dass sie es gepatcht haben. Ich glaube, das war ein Bug. Du, wenn du zur Bombe guckst, weniger Damage bekommst. Wir gehen nochmal Halle. Rampe decken die zu gut. Halle war da, wo eben? Drei Pommesbude, zwei Hintertür. Achso, okay. Und wieder nach oben links schauen, die haben keinen Main Entry. Ja, wieder kein Main Entry. Oben am Container einer. Ich werf Molly oben hinten, den Cat. Hinten aus der Halle raus. Zwei. Einer muss auf Cat gucken, einer. Oh Gott, wenn ich den nicht hab, alles klar. Oh! Chris. Nein, toll. Wieso? Pommesbude, 4 HP. Ja, verbrannt, wunderbar. Nice! Was ist denn da los, Jungs? Fischheck, ey. Fischheck. Ich nenne ihn nur noch Scheck. Scheck. Und jetzt alles kaufen, letzte Runde, und dann gehen wir außen. Wir gehen diesmal außen und gehen die Haupteingang einer Halle rein. Mit Smog, ohne Smog? Am besten wäre mit, aber nur wenn jetzt einer gekauft hat. Ich habe Smog. Ja, hab ich. Wo soll die? Da, dann in die Garage direkt. Okay. Ich fake an. Einer da. Flash für den CT-Base. Und rein in die Halle. Oben links. Hab ihn. Oben rechts kommt der Nate. Hinter mir in der Ecke. Nein! Thomas, glaube ich. Oben Cat. Catwalk, Mr. T. Auf jeden Fall einer hochgeklettert. Perfekt. Main Entry, 2 HEs. Oben ist einer. Kümmert euch um den oben. Wir haben 10 Sekunden Zeit. Main Entry, liegt eine Brand. Ach, Lord. Main Entry kann jetzt reinkommen. Oben immer noch. Oh, ja, Leute! Das gibt's ja gar nicht. Sehr schöne Halbzeit. GG. Das Spannung, ey.